Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen, sonst wie es 2014 war, glaube ich. Wir machen weiter bei den Einzelmatches und um es bisschen wieder zu sagen, heute mit Ski Freestyling und voraussichtlich Biathlon. Fangen wir mal mit Ski Freestyle an. Damit die Wahl zwischen Buckelpiste und Seacross und da fangen wir einfach mal mit Buckelpiste an. Und das werden wir uns wahrscheinlich auch noch anschauen, mal sehen. So, wir brauchen die Wii-Fernbedienung. Die habe es, klicken auf Weiter, ein Spieler und starten directly DOS. So, wir nehmen diesmal, Mario ist eigentlich schon wirklich so Alleskönner. Der kann halt alles relativ, ne? Nein, wir nehmen diesmal Amy. Ja! So, machen. Wie krank hat sich das gerade angehört? Das hier mit Amy. Ich bin zuversichtlich, dass es hinhauen muss. So, das muss Wii-Fernbedienung hat kalibriert. So, Vorbereitung beginnen wir mit dem Halten der Wii-Fernbedienung. Plus bei Ski Freestyle Buckelpiste. Bei dieser Disziplin hältst du die Wii-Fernbedienung plus wie ein Seastock. Solltest du es vielleicht in der Restenhand nehmen, so ein bisschen um. Natürlich, weil ich Linkshänder bin. Kleiner Funfact gebrannt, ich bin Linkshänder, aber komm damit zurecht. So, so geht's. Kurz nach dem Fertig erscheint das Los. Swinge die Wii-Fernbedienung plus zum Start nach dem Lossignal. Passe das Wing dem Lossignal an, um einen Sprint-Start hinzulegen. Versuche den Start jetzt. Fertig! Los! Okay. Kurzschwünge. Kommen wir nun zu den Kurzschwüngen. Auf der Strecke siehst du Buckel. Ist ja auch eine Buckelpiste, ne? Richte dich nach deren roter Linie und neige die Wii-Fernbedienung Plus zum Lenken nach links oder rechts. Führe diese Aktion durch, wenn die Spitze deiner Ski die rote Linie berührt, um den Buckel reibungslos zu überfahren. Versuche nun einen Kurzschwung. Upsala. Gut, jetzt müssen wir nach oben dingsen dann. Macht das Sinn. Okay. Wunderbar. Mein Trick vorzufinden, musst du auf dem Fernseher gezeigt die Pose annehmen. Gott, es ist fast so schlimm wie das Stancy, ey. Okay. Ich glaube, that's it, ne? Die Landeturbos, okay. Na gut, müsste hinhauen. Mal schauen, wie es in der Realität wird, ne? Ist mal Praxis, ist klar. Das gibt's schon in der Realität, ne? So. Ein paar Theorie ist klar, Praxis. So. So, ja. So. Mal schauen. Spitzenrekord von. Okay. Sprintrekord, so. Kam es einigermaßen gut an? Hui, 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 hui. Hui, 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 hui. Hui. Interessant. A, B minus C. Bin gespannt, zu welchem Platz ist das so zusammenreimt. Sieh's! Wie, ja,
Winner, my friend. Okay, nein. Aber nice, da freuen wir uns hier. Ne, das sind eben die Alleskönner, die einfach alles können und auch das hier. Wie man hier sehen kann, sauber meistern. Intelligent über die Hügel gefahren und dann die Chance genommen und ganz, ganz tollen Tricks hat sie es geschafft und fährt nun weiter. Und was ist, okay, ihr seht schon, ich könnte auch mal Fußballmoderator oder Sportmoderator werden, aber um Gottes Willen, nein. So, wir probieren diese Disziplin nochmal. Geht die Zeit jetzt auch super aus, haben wir erst 5 Minuten verbraucht. Probieren jetzt mal dieses Ski-Cross, was die da haben. Und wir machen es ohne Nunchuck. Weil ich immer noch nicht mein Nunchuck aus dem Spicer hergeholt habe. Juhu! So, nehmen wir aber diesmal jemand anders. Nein, nehmen wir nochmal alles können. Das war Luigi nehmen jetzt. So. Extreme Park, okay. Ich glaube, das ist ein bisschen komplizierter. Aber mal sehen. Vielleicht gelingt das uns ja doch. Vorbereitung irgendwie mit der Haltung. Okay. Ja, wie ein Seastock. Das wissen wir uns schon aus der anderen Disziplin. Ah. So wird gestartet. Kurz nach dem Fertigassign erfolgt das Lossignal. Okay. Okay. Fertig! Los! Und dann geht's los. Eigentlich ist die Scheiße selbst erklärend, was genau ist wie bei den anderen. Heißt, wir können das jetzt überspringen und machen es direkt. Wir müssen es antreten. Wir kommen mal hin. Weil immer dieses Tutorial runtergenudelt, unnötig. Wir probieren es einfach mal ohne Tutorial. In der Hoffnung, dass wir es hinbekommen, ne? So. Also dann, los geht's, Luigi. Zeig, was du kannst. Fertig! Los! Das macht Spaß. Also in die S macht wirklich Spaß. Jetzt haben wir kurzzeitig sogar mal draußen. Und wir sind Zweiter. Nein, nein, nein. Weg da! Oh Mann! Das heißt Luigi, fahr doch! Was? Hallo, wie Fernbedienung? Wie Fernbedienung? Alter! Die hole ich doch nie ein. Ich kann mich noch was freuen. Komm, Dritter, 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 Dritter! Ah! Das war's. Yo, sieh's! Ich hab's ja auch noch als Dritter geschafft. Alter, war das knapp, ey. Ja, ja, ist okay. Wie du jetzt die Sau so. Oh, Mama mia. Nein. Alter, seine Loco gerade, ey, so. Oh. Also, wir haben es immer noch aufs Tribünchen geschafft. Damit geben wir uns mal aufgeschlagen. Mit der Bronzemedaille in dieser Kategorie. Und hier sehen wir es jetzt. Wir müssen das Lust nochmal sehen. Weil das war scheinbar S knapp. Weißt du, erst stellt mich halt relativ gut an, wie man die sehen kann. Bin auch Erster. Und dann irgendwann ein bisschen weiter vorne kommt die fatale Dings, wo es gegen die Mauer fahre. Und da irgendwie einfach nicht mehr wegfahre. Und das ist halt. In dieser Disziplin speziell nicht wirklich so vorteilhaft. So.
Ja, hier, da fahrst du im Fall gegen die Dings und dann fährt du jetzt auch noch gegen das Ding, fährt der Durst, keine Ahnung, also hier. Hey! Was irgendwie verkackt war, dann vierter Instant, ne? Irgendwie habe ich es nochmal geschafft, den Rest, zumindest einer aufzuholen. Obwohl ich ja als vierter eigentlich irgendwie eine Zickzack-Scheiße fuhr, so ungefähr. Ab dem Moment. Habe es wie auch immer noch geschafft. So viel zu so nehmen, dass ich tatsächlich noch dritter werde. Das wird jetzt spannend, wie das aussieht. Alter, Haaresbreite, ey. Sieh, wirkt es Haaresbreite. Alter, das ist mal wirklich Glück. Also sowas mag es von Oma geben. Man glaubt es ja kaum, aber es ist so. So, Biathlon steht heute noch an. Bin mal gespannt. Den verbindet Langlauf und Season. Wer zuerst Ziel erreicht, nimmt Gold nach Hause. Holy, da brauchen wir das Gernpad. Ach Gott, ich glaube, das war das, was so lange gedauert hat, oder? Ich weiß es nicht. Dazu nehmen wir jetzt wirklich mal Mario. Okay. Season laufen. Wir kommen mal hin. Sollte machbar sein. Zum einen haben wir das Gernpad. Und zum anderen haben wir. Ja, die Wii-Fernbedienung, also alles supi. So, die soll ich jetzt mal einlegen, damit das Ding kalibrieren kann. Es hat kalibriert, sehr schön. Und Biathlon! Ich bin gespannt, Mario. So, ich glaube aus zeitlichen Gründen... Holy. Scheiße, ich hab keine Ausdauer mehr. Das hieß so kurz vor dem Ziel, Alter. Na. Okay, ich komme mit Gamepad dran. Erstes Schießen! Los! Yes! Wahoo! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Holy shit, that's complicated. Ja, wie viel ging los, Sack? Ja, sage mal hallo. Erster, das schaffen wir. Schaffen wir. Gut. Hey, das ist ehrlich nicht so einfach. So, ich hab Gamepad in der Hand. Kann losgehen. Zweites Schießen! Los!
Hart. Sieht irgendwie doch einfacher aus, als es ist. Ja, Punkt da minus. Mein besser als Gott. Gott. Jetzt wieder damit weiter, oder? Kann das sein? Wie oft geht das noch so? Muss halt irgendwie so geschickt einteilen, sage ich mal. Dann ist man. Also jetzt habe ich dann wieder Power und kann richtig zulegen. Kann also nämlich jetzt am optimalsten an anderen vorbei als erster ins Ziel. So wie hier. Und bin damit auch happy. Und bin erster. Yay! Damit bin ich doch mal zufrieden. Was ich halt im Großen und Ganzen bei allen möglichen doch relativ gut getan. Erster, dritter insgesamt. Meine Ergebnisse für heute. Goldmedaille davon, das freut mich. Ja, das ist alles geworden. Ne, kann man das nicht wirklich beschweren. So, und mit dem Video bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen von diesem Part von Mario und Sonic beiden und ein bisschen Winterspiel. Sonst ist 2014 das nächste Mal jetzt weiter. Und ja, ich wollte es noch schön, keine Ahnung, morgen Mittag, Abend, wohle Weihnachtsfeiertage, wenn ihr es zu Weihnachten schaut, keine Ahnung. Also, macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao! Sag mal.